Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, also ich muss sagen, ja, also gerade wenn ich Killer spiele. Also ich finde es sowieso schon richtig schlecht, wenn ich Überlebender spiele und die Leute disconnecten dann die ganze Zeit, finde ich auch nicht so cool. Aber auch wenn ich Killer spiele. Wenn du dir das letzte Mal anhängen willst, sofort so disconnect und das macht dann halt echt keinen Bock. Und manchmal halt auch, wenn du selber Überlebender bist so und dann nervt mich das auch, wenn die disconnecten. Weil es einfach echt blöd ist, wenn die Zeit dadurch flöten geht, die du eigentlich noch hättest, weil derjenige struggelt oder so. Das, ja, finde ich manchmal sehr, sehr schlecht. Und ich weiß immer gar nicht, warum. Warum sind die Leute denn so komisch frustriert? Von was denn? Ich meine, man verliert ja nun auch mal. Und ich kann als Überlebender nicht ständig gewinnen. Und gerade immer, wenn ich Killer spiele und nicht campe, verstehe ich es erst recht nicht. Wenn man es dann auch noch auf eine faire Art und Weise schafft, dass man dann trotzdem noch am Arsch ist, so. Ist mir halt ein Rätsel. So, wo ist sie denn hier hingerannt? Ist ja immer um die ganze Map marschiert. Hallo? Jetzt mal ohne Witz, ne? Sie ist ja hier einmal komplett bis nach hier hinten gerannt. Oder? War sie nicht gerade hier? Okay, wow, dann habe ich gerade halluziniert. War ich wahrscheinlich eine Pflanze oder irgendwas gesehen? Hm. Fand ich zugegebenermaßen auch ein bisschen schnell. Schade, dass wir sie nicht gekriegt haben. Aber vielleicht ist sie auch schon zurückgelaufen. Man weiß es nicht. Genau, abgewartet. Wie heißt du denn auf der PS4? Ah, ihr unterhaltet euch da mal wieder. Okay, alles klar. Unterhaltet euch mal schön allein. Hui. Du. Wo sind sie hin? Wow, hat sie den Sprintboost an hier? Was geht mit ihr? Wir haben keine Fläschchen mehr. Ich bin untröstlich. Wir steigen hier mal durch. Bleib mal stehen, junge Dame. Ist wichtig für mich, jetzt hier mal mit Ihnen zu reden. Wow, okay, mit ihr habe ich jetzt nicht gerechnet, aber gut gemacht, richtig gut. Weißt du, ich bin ein Killer, der freut sich über sowas. Und dann gibt es irgendwie die anderen. Die ich dann nicht verstehe. Ach komm, wir hängen uns jetzt hier mal an die Kate. Erscheint mir irgendwie erfolgreicher zu werden. So, den Gen hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Dolly, komm raus. Alles klärchen. So, der Chat-Nachricht entnehme ich mal, der Zalordo ist da. So, wo? Da. Rennen wir mal einfach hinterher. So, ein Dwight. Oh, wie süß. Dwighty. Komm mal her. Ich glaube, die Runde wird nicht so gut. Wir sind im Rang gestiegen, habe ich euch doch gesagt. Lol, euer Ernst? Was macht ihr hier? Lol. Da kann man sich ja gar nicht entscheiden bei der frischen Auswahl hier. Gimp will nicht, was ich will. Ja, man muss da so ein bisschen fuchsen. So, und die wollen mich ja alle ärgern. Ich finde das nicht besonders nett, aber das ist schon okay so. Kriegen wir so auch hin. Die gute Dame ist hier mittlerweile wieder geheilt. Wo ist sie denn hin? Da, die rennt hier einmal ums Eck. Und ich weiß nicht warum. Ist mir so ein bisschen ein mittelständisches Rätsel. So, da haben wir sie auch. Irgendwie müssen wir hier noch was wuppen, bevor alle Generatoren fertig sind. So, soweit, so gut. Sie versucht hier schon wieder irgendwas. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo ein Haken ist. Komm, wir gehen mal nach da hinten. So, der Dwight hat hier auch eine Taschenlampe am Start. Sehe ich das so richtig? Oder rennt er gerade einfach nur weg? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist hier auch Angriff die beste Verteidigung so.
So, voll gut. Wir haben noch wen gekriegt. So, wir nehmen gleich mal die Feng Min hier mit. Ich schaue gerne zu, aber spiele lieber was anderes. Okay. Wie darf ich das verstehen? Und der Dennis ist da. Hallo. So. Hier wurde jetzt schon irgendwer gerettet. Hier müssen wir unser Fläschchen nachfüllen. Hat das Ding da schon eingetreten? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist das denn? Ich kann mich gerade nicht bewegen. So, jetzt. Sehr gut. Du hast ja meinen Namen gemerkt. Ja, jetzt habe ich es mir gemerkt. Seitdem ich das letzte Mal diesen Fauxpas hatte, wo ich dich mit jemandem verwechselt habe. Alter, jetzt habe ich mir alles gemerkt. GTA, ja. da bräuchten wir tatsächlich eine PlayStation mehr. Ja gut, Flo, merkst du was? Der Zelordo hat Bock. Da müssen wir demnächst mal wieder GTA spielen. So, wo ist sie denn jetzt hin? Nihao! Wo bist du? Klingt so ein bisschen wie Nihao. So, guck mal, da rennst du einmal schon Richtung Keller rum. Dann nehmen wir ihr doch glatt mal den Weg ab. So, wo ist sie denn hin? So, und da ist er gleich wieder zurückgerannt. Ach Mensch, die kann sich auch nicht entscheiden, die Nia. Was macht die denn? Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Generatoren hier nicht gemacht werden im Eck. Dann schaffen wir das sogar noch. Shit. Ich hätte ihr hier nicht die ganze Zeit hinterherrennen sollen. Da haben wir unsere Chance leider vertan. Sehr ungünstig. Ich krieg sie einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Sie macht das echt gut. Sie hat das echt gut gemacht. Hast du Bock? Ich habe Bock. Gut, dass ich morgen einen Termin habe und dann... Nein! Guter Heuballen! Der Heuballen ist mein Freund. Der Heuballen und ich. Der Heuballen ist mein Freund. Und die Feng Min will ich. Und ich habe kein Tunikum mehr. Das macht mich sehr trauriglich. Ich brauche mehr Tunikum. So, wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe gar nichts mehr gesehen. Oh, jetzt hänge ich hier am Wagen fest. Das ist nicht so schön. So. Mein Freund, der Baum ist tot. Da, 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 da. Und jetzt ist auch noch der Ausgang offen, ey. Ich krieg die Tür nicht zu. Wo ist die denn hin? Egal, wir gehen zum Ausgang. Ich glaube ziemlich safe, dass dort jemand ist. Und beim anderen glaube ich eigentlich auch ziemlich safe, dass da einer ist. Wir haben sie noch gekriegt. Ich glaube, die Feng möchte sterben. Ja, ich habe da auch so die Vermutung, aber ich glaube, wir können ihr diesen Wunsch nicht erfüllen. Dazu ist sie ein bisschen zu schnell. Oh, Luke, Tag. Alter, wollen die mich verarschen hier? Ui. Feng, ich habe gehört, du wolltest. Keule, geh weg da. Schlechte Idee. Wir möchten das hier nicht. Habt ihr alle vergessen, wo der andere Ausgang ist oder was ist das Problem? Bin ich schon wieder ein bisschen überfragt. Ist da jetzt jemand langgelatscht? Keine Ahnung. Ich gehe mal hier das Stück. Ah, die Feng ist am Start. Feng Min, komm mal her. But, 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 but. Warte, wir machen dem mal ein Ende, indem wir hier langlatschen. Ich glaube, da haben wir am Ende mehr Glück mit. So, die kann ich ja leiden hier. So, weißt du, das ist schon wieder richtig gut hier. Feng Min, bleib mal stehen. Ich habe Angst, der Dwight ist da schon wieder am Point. Oh, das Ding war schon wieder offen. Ich hatte gehofft, wir haben mehr Zeit. Hä, wo ist die denn schon wieder hin? Ach, da. Wartet da ihr Schild an der Luke oder was? Komm zurück. Boot, 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 boot. Boot, boot, boot. Tut nicht gut. Boot. Boot, boot, boot. Tut nicht gut. Boot. Da haben wir sie noch. Mensch. Die sind alle frech. Ja, aber wirklich. So. Die hat jetzt bestimmt noch Befreiungsschlag, oder? Also on point. Ach nee, sie ist unsere Besessenheit. Ha, schau mal einer, guck. Leider sind die Ausgangstore jetzt schon geöffnet. So, wir legen mal hier ein bisschen nach. Ist hier schon jemand am Start? Seht ihr wen? Also ich noch nicht. Ach, schau mal, hier sind Spuren.
Hallöchen. Schön, dich kennenzulernen. So, der Ausgang ist mittlerweile offen. Das habe ich mir schon gedacht. So, aber da haben wir nochmal getroffen. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. So, hopp, hopp. Da ist sie auch schon verschwunden. So, sie wurde jetzt auch schon gerettet. Dann gucken wir mal, in welche Richtung die ganzen Rettungsversuche hier laufen. Ich nehme mal an, nach hier. Agade, Feeling. Ich bin zu spät. Nein, ich dachte, wir wären schon durch. Aber Feng Min ist nicht am Start, ne? Es ist nur er hier. Wir sind ihm gefolgt. Das war der Plan. Ich bin untröstlich. Ja, die sind tatsächlich alle echt frech. Unglaublich. Wow, wo hab ich die denn hingeworfen? Wo hab ich die denn hingeworfen? Das war ja gleich 3 Kilometer weiter, du. Jo. Ich schätze mal, die Feng Min wird in die Luke springen. Ich würde es jedenfalls tun. So. Ist halt die Frage, wo sie gerade ist. Oder ob sie mitbekommen hat, dass hier die Luke ist. Weil sie ist ja hier... Ach nee, sie ist im Ausgang. Alter, Feng Min, da ist die Luke, du. Kennt das ja ihr Tutentut. Ich wette, sie hatte Bock auf die Luke, aber hat sich jetzt nicht mehr so ganz getraut. Schöner Ausgang. Schöne Lichter. Ach ja. Seht, das ist, was ich meine. Kaum steigt man im Rang, ist alles zu spät mit den Überlebenden. Dann sind die frech. aber haben sie gut gemacht. Das war schon gut. So. Ja, punktemäßig war es wie immer nicht verkehrt, aber rangmäßig, glaube ich, war das nicht so gut. Du kriegst es dann einfach nicht hin und ich finde das momentan noch nicht gut so. Was hätte ich jetzt machen sollen? Hätte ich jetzt die ganze Zeit campen sollen? Es ist für mich so die Frage, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Das schon mal zeige ich euch. So. Wir werden mal noch hier die 2 Punkte investieren. Und tun uns mal den Kirk hier in der Richtung. Hui. So, dann holen wir uns hier ganzen Punkteverdoppler. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Alles klar. Dann machen wir das auch nicht. Ha. Der dicke Clown. Ja, der dicke Clown. Ich wollte noch mal gucken hier. Ist jetzt eigentlich mittlerweile im Schrein schon was passiert? Immer noch nicht, ne? Ist noch nicht rausgekommen für die PS4. Ah. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir für ihr die Hose hier hole. Ich mag die Hose irgendwie, weil sie mich so ein bisschen an meine eigene erinnert. Aber irgendwie sind es mir die 900 Punkte nicht wert. Ich weiß es noch nicht, weil ich finde, fürs Echtgeld ist es irgendwie günstiger, als wenn man sich das hier die ganze Zeit über Stunden erarbeitet, so. Aber ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, hier irgendwas zu kaufen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie traurig, oder? Ich finde es auch ein bisschen traurig. Nicht campen, sondern patrouillieren wäre das Sinnvollste. Also in der Nähe bleiben, aber dort machen, was zu machen ist. Oder sei ein netter Killer. Nimm Mori mit, wenn du kannst. Und einen Endgame-Perk. Endgame-Perk? Ach, wie nöd meinst du? Ja, nee, ich bin kein Camper und ich hab's auch nicht vor zu werden, so, das ist alles nun so nicht der Dream, wisst ihr? Das